Hallo und herzlich willkommen bei Christa 2706. Und heute spielen wir wieder mit der Familie Sanders, den Seven Ups, die sich jetzt bereits in Mount Kovarevi befinden. Endlich kann ich auch das neue Pack anspielen. Ab ins Schneeparadies. Sie sind jetzt also für einige Zeit nach Mount Kovarevi gezogen, haben sich dort ein Zweithaus zugelegt, eine, ich würde mal sagen, eine abgespeckte Version des Sommerhauses, deswegen heißt es auch Winterhaus. Ich möchte, dass sie dort etwas entschleunigt leben. Es gibt dort keinen Fernseher, keinen Computer, keine technischen Spiele oder sonst was. Durchaus Unterhaltung, natürlich auch Strom und ein bisschen Luxus. Aber ich möchte, dass sie vor allem auf die Familie dort Wert legen und natürlich Wintersport betreiben. Das ist ja der Hauptziel dieses Packs. Ja, wir haben jetzt, wenn diese Folge läuft, ist es nur noch eine Woche vor Weihnachten, also eine Woche in einen Tag. Und ich denke mal, sehr viele Folgen werde ich dann nicht mehr schaffen. Eine hoffentlich noch. Und wie es dann zwischen den Feiertagen aussieht, kann ich noch nicht genau sagen. Ich bin im Dienst allerdings von zu Hause und auf Bereitschaft. Wird hoffentlich nicht so anstrengend werden. Mal sehen, was ich da produzieren kann. Ja, ihr habt mich ja hoffentlich abonniert und die Glocke gesetzt. Dann könnt ihr auch nichts verpassen. Gut, genug gelabert. Jetzt geht's los? Wir sind also hier in Mankovari. Ups, nein, ich möchte nicht reisen. Aus. Warum kann ich jetzt nur reisen? So. In der Karte, wo die Gondel ist und dieses öffentliche Bad, diese Therme. Ich habe dieses große Grundstück mit den Bäumen hinten gewählt. Und also. Jetzt lacht bitte nicht, es ist schon wieder so ein Kasten. Aber ich hatte mir zuerst ein Haus runtergeladen, das war total klasse, verbaut und alle Winkel echt super, aber man kann darin nicht spielen. Ich kann nicht spielen darin. Dieses Haus ist jetzt selbst von mir gebaut und es wird noch verbessert, aber ich muss ja irgendwann auch aufnehmen. Und deshalb sagen wir mal so, es ist ja auch so, wenn man ein Haus baut, ist ja auch nicht alles sofort fertig eingerichtet. Und dieses Haus lebt und es wird dann noch dekoriert und umgestaltet, erweitert. So wie es eben im echten Leben auch ist. Wir haben Montag früh, als die Familie ist am Sonntag angereist. Die haben sich jetzt ein bisschen eingewöhnt, schlafen das erste Mal in diesem Zimmer, in diesem Haus. Und ja. Es ist jetzt Montag früh. Die Kinder haben Feiertag, also sie müssen nicht zur Schule. Und ich zeige euch jetzt als erstes kurz das Haus. Das ist das Haus von außen. Ich zeige es jetzt von allen Seiten. Hinten gibt es noch so eine Therme, einen Schlittschuhplatz für die Kinder, ein paar Bäumchen, damit man dann sieht, wenn man hier badet. Und noch ein Hinterausgang. Dieses Entspannungshäuschen habe ich auch hier gefunden. Ich weiß noch nicht, was man damit wirklich machen kann. Rund um das Haus habe ich so Steine gelegt. Ja, der Schaukel. Und das Fahrrad hat irgendjemand mitgebracht im Inventar. Das stand original nicht da. Und dieses Spielgerät habe ich für die Kinder noch besorgt. Oben, weil wir das jetzt auch schon sehen, ist ein Balkon. Da gibt es einen Whirlpool. Und ja, so ein bisschen zum Ausdampfen nach der Sauna. Denn die Sauna, wir fangen jetzt gleich oben an, die ist auch oben. Hier ist die Sauna. Eine Holzsauna. Da ist noch ein Badezimmer daneben mit diesen tollen Fliesen. Da ist ein Platz, wo man tanzen kann mit einer Jukebox. Das Klavier darf natürlich nicht fehlen bei. Entschuldigung, ihr werdet schwindig. Bei den Seven Ups, denn die sind ja alle sehr
Musikalisch ein Kicker, ein Tisch, wo man was abstellen kann, ein paar Sitzgelegenheiten, was zu malen, das Dartspiel und dieser Kartentisch. Da hinten ist noch einmal ein Badezimmer. Davon kann man ja nie genug haben, wie wir wissen. Und ja, das ist so der obere Fun-Bereich, der jetzt noch nicht sehr ausgebaut ist. Und unten ist so das Allernötigste auch. Wenn man hier reinkommt, ist hier so der Garderobenbereich mit diesem Schild. Ich glaube, ich habe es jetzt einmal so eingestellt, dass man die Schuhe anlassen darf. Hier diese Garderobe finde ich ganz toll. Und das ist auch sehr wichtig, dass man etwas hat, wo man seine Sachen aufhängen kann, die Skischuhe ausziehen kann. Deswegen auch diese Gitter hier, die sind dafür sehr super geeignet. Wer im Schnee wohnt, der weiß, dass man das braucht. Hier habe ich dann noch die Futterschüsseln für die Tierchen aufgestellt, denn auch die Tierchen haben wir mitgenommen. Nur die Hamsterlis sind zu Hause geblieben, um die wird sich Thomas kümmern. Der wird ab und zu ins Haus rüberschauen und die füttern. Ja, eine ganz einfache Küche, auch oben noch nichts gestaltet oder so. Ein sozusagen fast selbst gezimmerter Tisch mit einfachen Stühlen, ein offener Kamin, hier steht noch eine Gitarre und so ein paar, ja, gemütliche Sitzgelegenheiten, wo man zusammen Geschichten erzählen kann und so. Oder Bücher lesen. Dann ist hier nochmal dieses kleine Klavier, dieses Elektroklavier. Hier sind die Katzenklo und die Spielebox für die Hunde. Dann ist hier noch eine Spielzeugskiste und dieser Maltisch. Und ein Puppenhaus darf natürlich auch nicht fehlen. Jetzt habe ich mal dieses Schloss genommen. Das hatte ich irgendwie noch nie. Hier sind noch drei Badezimmer. Die können wir uns, ich gebe das einfach mal runter und so anziehen. Hallo, bleibt da. Hier ist eins mit Dusche, hier eins mit Bad und dann ist noch eins mit Dusche. In der Ecke hier ist Angela und Bens Schlafzimmer, da ist sonst noch gar nichts drin. Ihr seht, ich habe echt, ich musste erstmal alles Grundlegende machen und ich wollte doch jetzt so gerne noch am Mittwoch eine Folge aufnehmen. War zuerst mit dem anderen Projekt beschäftigt. Ja, und da ist so ein großes Zimmer für die Kinder, denn so ein Luxus wie zu Hause, dass jeder sein eigenes hat, gibt es hier natürlich nicht. Ist in einer Skihütte einfach nicht üblich. Da schläft man meistens in Stockbetten oder in Massenlagern. Und ich habe sie ein bisschen abgetrennt. Es gibt hier eine Tür rein und hier eine Tür rein und da gibt es diese Durchgänge, sodass sie ein bisschen naja, getrennt sind. Und hier schlafen Lena und Jana. Hier ist, glaube ich, da ist der Luis, da ist der Paul, da ist der Theo und da ist der Emil. Und wer natürlich hier so ein bisschen seinen eigenen Raum hat, das ist unser Nick. Und da haben wir noch unser Reservebett. Kann ja mal jemand auf Besuch kommen und so. Ich werde auch schauen, dass wir die Freunde mal einladen. Wir sollten ja doch noch mal sehen, bevor sie älter werden. Ja, das ist also das Häuschen. Ich drücke jetzt auf Play und dann werden wir mal schauen, was passiert. Die sind, glaube ich, alle ziemlich gut ausgeschlafen, werden wahrscheinlich aufs Klo müssen und so. Schauen wir mal. Das geht eigentlich. Die werden jetzt alle nach und nach wach werden. Schauen wir mal, was sie so treiben. Guckt mal, ich hab ihnen alle so Christmas-Pyjamas geben, damit ich wenigstens etwas Weihnachtliches habe. Das ist Jana. Die hat so Rentiere drauf. Wo sind die anderen?
Der Deo ist hier. Ah ja, der Deo. Den Deo habe ich jetzt ein bisschen andere Frisur gegeben. Denn ich wollte mal weg von dieser Inselfrisur. Und er war ja als Kind blond. Das konnte ich jetzt wieder sehen. Ich habe meine Dottler wieder von der PlayStation geholt. Und ich war irgendwie schockverliebt. Irgendwie würde ich sogar noch mal das ganze Spiel. Aber naja, ich mag sie auch so, wie sie jetzt sind. Aber wie gesagt, ich habe ihm jetzt eine etwas andere, aber auch noch ein bisschen Raster. Frisur gegeben und habe seine Haare leicht heller gemacht, so ins Bräunliche, sag ich mal. Ja, Emil steht auch auf. Der stinkt, glaube ich. Alina hat auch eine neue Frisur. Jetzt so ein bisschen offener, erwachsener, nicht mehr mit diesen kindlichen Bändern. Ah, der Louis ist auch entspannen. Lena, du kannst unten aufs Klo gehen. Du musst nur auf die Toilette, dann geh hier bitte. So. Paul ist schon am Spielen, der müsste aber eigentlich auch aufs Klo. Der kann hier hingehen und Hygiene ist auch etwas unten. Kann er dann noch Hände waschen und Zähne putzen. Der Nick, ja, du warst noch, ach ja, du gehst jetzt ins Bad, das ist jetzt aber schlecht, weil ich hier den Paul hingeschickt habe. Da würde ich sagen, der Dio ist fertig, dann gehst du hier duschen. Und Jana hat Hunger. Okay, die ist was? Was ist sie? Chips oder Käsecracker? Na toll. Was ein Gericht. Ja, am besten du rufst jetzt hier mal zum Essen, ruft der. Adrian rufst wieder an. Hallo Ben, hier ist Adrian. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Ja, wir gehen jetzt nicht dran, wir sind jetzt im Urlaub. Am ersten Tag müssen wir uns nicht gleich mit den Freunden treffen. Ja, Antonio. So, und wenn ihr dann gegessen habt, dann werden wir mal. Was ist mit Antonio hier? Männchen, du kannst doch da herumlaufen, wie du willst. Und jetzt alle da. Bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus, ja. Aha. Lena, hinsetzen. Der Louis setzt sich, glaube ich, eh. Er steht da noch rum. Jana, nimmt sie dir noch was? Hat die schon gegessen? Ja, die hat schon gefrühstückt. Hier ist ein Superfood. Mal zuerst gucken. Der war alles so krank. Paul, dann musst du das essen. Den hat deine Mama gemacht. Aber Jana, du kannst dich trotzdem hier hinsetzen. Ich möchte gerne, dass ihr alle zusammensitzt. Jetzt halte ich kurz an. Sie werden, das wird doch nicht wirklich klappen, dass die an einem Tisch sitzen. Jetzt werde ich aber noch etwas machen. Und zwar, wo haben wir den Postkasten? Ich ziehe denen jetzt alle das normale Outfit an, damit ihr seht. Ich habe sie natürlich vorbereitet. Wer bist du? Hallo? Ah, unsere Haushaltshilfe. Die haben jetzt keine kurzen Hosen oder Dreiviertelhosen mehr an, wie in Solani. Nein, die haben alle schönen Pullover bekommen. Hier ist der Ben.
und der Emil und der Paul. Ich habe auch möglichst darauf geachtet, auf die Lieblingsfarben zu schauen. Also der Emil mag ja grün und der Paul mag blau. Der Theo ist türkis und rot. Der hat jetzt so eine rote Hose und ein Rentier drauf. Ich stehe ja voll drauf. Jana ist orange. Lena ist rosa. Louis ist eigentlich grün. Hat der irgendwas Grünes an? Nee, grün gab es nichts mehr. Und der Louis ist. Ah, der Nick ist. Der die Naturfarben mag. So, und jetzt habe ich sie wirklich auf einem Tisch sitzen. Gibt natürlich jetzt gleich ein Foto. So, und was ich euch noch zeigen will, ich habe denen auch, was ist mit, ich habe denen im Inventar auch schon allen Skien und Skier und Snowboards und ich weiß nicht, warum man die nicht sieht, aber das sind so Schlitten eingepackt, ja, hat jeder drinnen. Und der Kass heißt, es kann jetzt dann losgehen. Wir gehen jetzt dann, ich mache jetzt eine Gruppe. Wir sind da schon fertig zum Essen. Jana, kümmere dich mal ein bisschen um Antonio. Leckerchen geben, spielen, reden und sagt sie mir, soll das Geschäft erledigen. Jawohl. Wo ist Topsy? Topsy sitzt hier am Klo. Da wird er sie gleich rausjagen. Oh, die Kleine. Unsere Miezi-Katze sitzt im Kamin zu. Oh, ja, muss Klo. Ronja, da ist dein Katzenklo. Kannst du das verwenden? Ich hoffe doch. Ist unter der Treppe, aber ich glaube, das funktioniert schon. Wie schön sie sich unterhalten. Seht ihr, das geht doch ganz gut, wenn sie nicht immer von irgendwelchen Computerspielen und so abgehalten werden. Das ist sehr gut für die Beziehungen, glaube ich. Ach so, das ist die von Ronja. Na gut. So, wo sind die anderen Kinder? Kommen sie denn? Heute ist mein Lieblingstag. Ich wollte nicht. Schon ungewohnt, diese Inselfamilie, diese absoluten Sommermenschen jetzt auf einmal im Winter zu sehen. Gut, wo sind denn alle? Sind da immer noch welche unterwegs, oder? Gibt's ja gar nicht. Ah, die kommen. Okay. Wir fangen jetzt einfach mal an. Schlittenfahren auf Übungshang. Zusammenfortlaufen. Wusch! Vollkommen übersehen, der erste ist schon da. Jana! Jetzt gucken wir mal.
Da ist der Van. Dann warten wir mal ab, was passiert. Wer kommt jetzt dann? Anhalten. Du bist. Ach, Jana nochmal, okay. Jawohl. Jana ist unten und jetzt laufen sie alle hoch. So, ich habe sie jetzt alle hierher gebracht. Das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt müssen wir uns da mal raufgehen anziehen. Das sieht doch schon ganz lustig aus. Ein bisschen. So. Da kommen sie. Die Sanders. Der Emil muss pipi. Weiß ich nicht, ob es hier irgendwas gibt, wo er gehen kann. Angela ist kokett, wie es aussieht. So, dann stoppen wir noch mal an. Wir wollen ja alle mal sehen. Der Pauli läuft hinten nach. Dann gucken wir mal, wie Lena fährt. Ja, das geht doch schon ganz gut, Linchen. Jawohl. Next one. So, boah, geile Pose, Emil auf der Schanze. Wow, der Emil ist ziemlich gut. Zack. Angela in Pose. Jetzt ist Angela unten und jetzt Blitz. Wo warst du? Das war der Punkt. So, jetzt gucken wir ihnen noch ein bisschen zu. Ich muss mal schauen, ob schon alle da sind. So, ich habe jetzt hier ziemlich oft angehalten, weil ich sehr viele Fotos gemacht habe. Ich habe sie zuerst alle rodeln gelassen und jetzt ein bisschen auf das Snowboard. Weil das hat bisher nur Emil gemacht. Das war jetzt Angela, die hier hingefallen ist. Ich denke aber, es ist jetzt schon 19 Uhr und die sind alle fertig mit der Welt. Ich werde die jetzt nach Hause schicken. Und ja, dass sie sich wieder aufwärmen können. Außerdem brauchen die Tierchen sie, glaube ich, auch schon. So, meine Lieben, ich habe den Louis wieder gefunden. Ich musste einmal speichern, auf Welten verwalten, dann zurück und dann war er wieder da. Ich habe keine Ahnung, es ist ja heute auch noch mal so ein kurzes Update gekommen. Ich habe keine Ahnung, ob es da schon Erfahrungswerte gibt oder so. Aber jetzt sind die Kinder hoffentlich alle zu Hause. Ja, schaut so aus. Die essen noch was. Die sind schon sehr müde. Ich denke mal, dieser Wintersport hat sie auch ganz schön ausgelaugt, was auch mal gut ist bei diesen Kindern, die haben ja so viel Energie. Ja, wie auch immer. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Die Kinder sind so müde. Oh, guck mal, wie der Louis reinguckt. Der Theo erst. Der Emil ist ja noch draußen. Beziehungsweise, er geht jetzt ins Bett. Ja, ich werde das Ganze hier noch etwas dekorieren, weihnachtlicher machen und dann möchte ich gerne noch eine Weihnachtsfolge mit den Sanders aufnehmen. Vielleicht die letzte Folge in diesem Jahr.
Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit bis Weihnachten. Macht euch nicht zu viel Stress, bleibt gesund. Deutschland ist ja jetzt auch im Volllockdown. Das haben wir schon wieder hinter uns. Wird wahrscheinlich noch mal kommen, sowohl ich unsere Regierung kenne. Wurde das eh nur aufgemacht, damit das Weihnachtsgeschäft blüht. Ja. Alles Liebe, ciao und bis bald, eure Christa. Thank you.